Wir wissen alle, Digitalisierung ist das Gebot der Stunde. Doch was heißt das konkret für mein Unternehmen? Was sind die richtigen Strategien? Sven Jung wird Ihnen gleich erklären, wie Sie bei der Digitalisierung richtig vorgehen. Viel Erfolg! Herzlich willkommen, mein Name ist Sven Jung, ich bin Berater aus Karlsruhe und freue mich über das Thema mit digitaler Strategie aus der Krise zu sprechen. In der gegenwärtigen Situation überlagern sich drei Krisen oder Umwälzungen. Wir haben die digitale Transformation, die schon in den 80er Jahren begonnen hat und sich jetzt zunehmend beschleunigt und an Dynamik gewinnt. Wir haben eine Wirtschaftskrise, die schon 2019 begonnen hat und im Jahre 2020 kam jetzt noch ganz aktuell die Corona-Pandemie dazu, die die anderen Entwicklungen verstärkt, beschleunigt und intensiviert. Zusätzlich zu diesen drei Ereignissen, Krisen, kommt noch branchenspezifisch dazu, dass strukturelle Veränderungen anstehen, wenn man zum Beispiel die Automobilindustrie anschaut, die mit ganz neuen Antriebssystemen zu tun hat und der Frage, ist es in Zukunft eigentlich das einzelne Auto, das Sie verkaufen oder sind Sie ein Mobilitätsanbieter? Um mit diesem vielfältigen, dynamischen, herausfordernden Umfeld umzugehen, ist es mir wichtig, einen ganzheitlichen Ansatz zu verwenden. Das heißt, für die Digitalisierung und auch für die Organisationsentwicklung die Aspekte Technik, Organisation und Mensch zu verbinden. Viele haben das jetzt erlebt am Beispiel Homeoffice. Man kann natürlich sagen, ja, Homeoffice, das ist einfach ein Laptop und eine Internetverbindung und das war's, alles läuft. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man doch recht schnell, dass auch organisatorische Aspekte zu berücksichtigen sind. Wenn man Papierakten hat, dann müssen die bei dem richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit sein. Man muss sich abstimmen, wann man synchron in einem Online-Meeting arbeiten will, wann man asynchron arbeitet, welche Software man verwendet, um kollaborativ zusammenzuarbeiten und vieles mehr. Und es geht um den Menschen, denn es ist eine andere Situation, ob ich die Kollegen jeden Tag sehe, auch mitbekomme, wo gibt es Stressspitzen oder wo braucht jemand Unterstützung. Und das ist ja jetzt eine ganz andere Situation. Also auch da ist der Faktor Mensch wichtig. Es geht ja auch um Akzeptanz, nicht nur zu sagen, ja, jetzt seid ihr alle im Homeoffice, sondern da unterstützend, helfend und integrierend zu arbeiten. Für die Bewältigung dieser Komplexität von Digitalisierung, Wirtschaftskrise und letztendlich auch Corona-Pandemie habe ich für meine Beratungsarbeit ein ganzheitliches, einfaches System entwickelt. Das sehen Sie hier, eine Pyramide mit drei Ebenen. Es geht einmal hier auf der untersten Ebene um Einzelmaßnahmen und digitale Werkzeuge. Dann auf der nächsten Ebene die Organisation und Dienstleistungen und Produkte anzupassen, digital zu veredeln. Ganz oben Strategie und Geschäftsmodell. Das heißt, wir haben von unten nach oben eine zunehmende Intensivierung und eine Steigerung des Umfangs von Digitalisierung und Komplexität. Man kann diese Pyramide auch noch dazu verwenden, einmal zu sagen, es gibt die Innensicht, was geschieht im Unternehmen, um die Dienstleistungen oder die Wertschöpfung zu erbringen und was geschieht aus einer Außensicht, also im Dialog, im Kontakt mit dem Kunden. Also man könnte auch sagen, das Backoffice innen drin und das Frontoffice nach außen hin. Bei der Beratung hat es sich sehr bewährt, um gute Ergebnisse zu erzielen, systematisch vorzugehen und das entspricht ja auch ein bisschen der digitalen Evolution der meisten traditionellen Unternehmen, dass sie mit einzelnen Dingen anfangen, dann die Produkte und Dienstleistungen verändern und schließlich überlegen, wie kann ich das gesamte Geschäftsmodell weiterentwickeln. Wenn man so arbeitet, kommt hier noch zusätzlich ein Basislager dazu, das heißt, das dient der Vorbereitung für überhaupt die ganze Reise in die Digitalisierung und auch in die Organisationsentwicklung. Da ist es wichtig zu schauen, wie ist denn überhaupt meine Einstellung, man nennt das auch manchmal Mindset. Bin ich, meine Mitarbeiter, sind auch die Führungskräfte offen für Neues? Wird die Digitalisierung und auch die Krise hauptsächlich als Bedrohung erlebt oder ist es eine Chance für Weiterentwicklung und eventuell sogar für die Verbesserung der Wettbewerbsposition? Und haben wir ein Innovationsklima? Sind wir bereit, das anzupacken und vorwärts zu gehen, um etwas zu verändern, um zu gestalten und nicht nur zu reagieren? Ein zweiter wichtiger Aspekt ist das Thema Stressmanagement.
wenn so eine komplexe, vielschichtige, man könnte schon fast sagen, in dieser Kombination von Krisen noch nie dagewesene Situation entsteht, dann ist da natürlich der Einzelne und manchmal auch ganze Gruppen so überwältigt, dass es eine Schockstarre geben kann. Und das hat man ja teilweise auch erlebt, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und erstmal alles im Lockdown war. Und das ist aber nicht hilfreich, um da entsprechende Lösungen zu erarbeiten, denn um digital voranzukommen und auch Geschäftsmodelle zu verändern, braucht es ja Kreativität, Ideenreichtum, also Dinge, die auch eine gewisse innere Ruhe und einen gewissen Fokus erfordern und nicht eine Schockstarre, die auch neurobiologisch das Denken reduziert und damit nur einen Zugriff auf bisherige Verhaltensmuster ermöglicht, rein von der Biologie her. Und damit die Innovation schon im Keim erstickt. Deswegen ist hier unten ganz wichtig das Basislager zur Vorbereitung. Und dann kann man auf die nächste Ebene gehen mit Einzelmaßnahmen und Werkzeugen. Das heißt, da geht es vor allem um die direkte Digitalisierung einzelner Tätigkeiten. Also noch nicht um eine Veränderung von Organisation und Angebot, sondern man schaut sich, was tun wir eigentlich? Zum Beispiel, es war am Anfang der Digitalisierung, ging es von Schreibmaschine zur Textverarbeitung auf dem Computer. Ein anderes Beispiel wäre die Veränderung von Briefe schreiben oder Faxe senden zu E-Mail. Das Thema beschäftigt uns ja schon lange, aber ich kann da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kenne Verwaltungen in Deutschland, wo eine E-Mail, die von einem Bürger an die Organisation geschickt wird, ausgedruckt wird und dann in Papierform auf dem behördeninternen Weg durch die Instanzen geschickt wird. Also selbst bei diesen Basisherausforderungen oder bei diesen Basistechniken haben wir teilweise noch große Herausforderungen zu bewältigen. Es ist auch in dieser Ebene, dass ein physisches Meeting online stattfindet, dass eine persönliche Beratung eines Rechtsanwaltes zum Beispiel oder auch hier in der IHK, die normalerweise im direkten Dialog physisch stattfindet, jetzt elektronisch abgewickelt wird. Da kommt dazu, man sollte auch schon auf dieser Ebene ein bisschen breiter denken, weil ein Meeting, ein Online-Meeting erfordert ja vielleicht auch eine Software, eine Kollaborationssoftware, um gut zusammenzuarbeiten und Dinge für alle sichtbar zu notieren oder wie Post-its zu verschieben oder vielleicht sind ja wichtige Informationen im Büro auch an einer Pinnwand aufgehängt und die ins Digitale zu übertragen. Werkzeuge steht da auch für einzelne Tools, meistens digitale Tools, die relativ isoliert nebeneinander stehen. Ein E-Mail-Programm, Zoom wurde jetzt sehr viel verwendet, Skype ist ja schon länger in der Nutzung, Google AdWords, um elektronische Anzeigen zu schalten und so weiter. Wenn wir betrachten, das war jetzt insbesondere die digitale Betrachtung, wenn es darum geht, wie kann ich gut mit einer Krise umgehen, haben wir da zusätzlich noch die Begriffe Liquidität und Wertschöpfungskette sichern. Liquidität sichern ist immer klar, wenn es eng wird, wenn die Einnahmen einbrechen, zu schauen, habe ich genug Geld, um aktuell zu überleben und vielleicht auch die notwendigen kleineren Investitionen zu tätigen. Und die Wertschöpfungskette sichern wurde jetzt gerade in der Corona-Krise zu einer großen Herausforderung. Einmal die Dienstleistungserbringung oder die Produktion so umzustellen, dass die gesetzlichen Vorschriften der Social Distancing eingehalten werden, aber teilweise eben auch um die Teile, die für die Fertigung benötigt werden, bei den internationalen Lieferketten noch rechtzeitig zu bekommen, um weiter produzieren zu können. Gehen wir weiter zur nächsten Ebene mit mehr Digitalisierung und Intensität. Wir haben hier einmal eine Neuorganisation von Aufgabenbereichen, also nicht mehr nur einzelne Tätigkeiten, sondern Aufgabenbereiche. Da können wir als Beispiel den Vertrieb betrachten. Klassischerweise, zumindest bei komplexeren Produkten, war das ja immer so, dass viel mit dem Telefon gearbeitet wurde. Der Außendienst macht vielleicht Kaltakquise, ruft immer wieder an, um dann zu einem Abschluss zu kommen. Im digitalen Zeitalter geschieht immer mehr in einer Form, dass sogar eine ganze digitale Kette entsteht. Das heißt, mit Google AdWords Werbung zum Beispiel oder durch Suchmaschinenoptimierung wird der Interessent aufmerksam gemacht auf das eigene Angebot, erhält dann auf einer Internetseite
spezifisch wertvolle Informationen, die den Verkaufsprozess, die Entscheidung vorbereiten und fördern, um dann in einem Online-Shop selbst relativ komplexe Angebote selber konfigurieren zu können und dann vielleicht sogar schon direkt den Kauf online abzuwickeln mit einer verbindlichen Zusage zu Lieferungs- und Leistungstermin. Ein weiteres Thema ist die Zusammenarbeit im Unternehmen. Da wird zwar schon sehr viel E-Mail verwendet, es zeigt sich aber immer wieder die Klagen über volle Postfächer und dann gehen Informationen verloren, weil es unübersichtlich ist. Da könnte man auch zum Beispiel die nächste Ebene der Digitalisierung nutzen und sogenannte Kollaborationssoftware zum Einsatz bringen, die dann alle Informationen, die für ein Projekt zum Beispiel relevant sind, bündelt, alle Kommunikation, alle Daten, alle Dokumente, die Termine, Meilensteine sind übersichtlich da, dann können auch externe zusätzliche unterstützende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach eingebunden werden und man hat einen Überblick. Das ist eine Möglichkeit, zentrale Datenbanken statt verteilte Excel-Tabellen, eine weitere neue Ebene der Zusammenarbeit, der schnellen Reaktionsmöglichkeit, statt dass alles auf einzelnen Rechnern verteilt ist und niemand mehr den Überblick hat und dann auch niemand mehr schnell reagieren kann. Das wäre die Ebene der Organisation. Wenn wir hier jetzt Dienstleistungen und Produkte anschauen, geht es vor allem um digital veredelte Produkte. Das heißt, die Produkte werden intelligenter, sie haben Mikroprozessoren an Bord, sie haben Sensoren eingebaut und dass sie zusätzlich vernetzt sind. Als ein Beispiel könnte man da eine Armbanduhr betrachten. Das war Jahrzehnte oder fast Jahrhunderte ein mechanisches Gerät, um die Zeit anzuzeigen. Dann kamen irgendwann in den 80er Jahren die Japaner vornehmlich und haben es digitalisiert. Das heißt, die Uhr war nicht mehr nur zur Zeitanzeige mechanisch, sondern sie war ein elektronisches Gerät, das zusätzlich auch noch als Stoppuhr und als Wecker fungieren konnte. Und dann natürlich in den letzten Jahren der ganz große Schritt, dass aus einer Uhr eine Smartwatch geworden ist und man eigentlich auch nicht mehr von einer Uhr im engeren Sinne sprechen kann, sondern im Grunde über einen Computer am Handgelenk, der auch nicht mehr nur für Dinge, die mit der Zeit zu tun haben, zuständig ist, sondern auch für Kommunikation, für Gesundheitsdaten, die gemessen werden und angezeigt werden. Auch eine ganz andere Form der Interaktion mit einer Uhr und da auch die Vernetzung. Es steht nicht mehr die Uhr nur alleine, sondern sie kommuniziert mit einer App oder mit dem Computer und dann mit dem Internet. Weitere Beispiele sind Kaffeeautomaten, die nicht nur mehr Kaffee ausschenken, sondern sie zählen auch mit, wie viele Tassen von welcher Sorte Kaffee ausgeschenkt worden sind. Sie haben Sensoren, um zu überwachen, wie ist der aktuelle Zustand, gibt es Verschleiß, wann müsste Wartung geschehen. Und Vernetzung würde dann bedeuten, dass zum Beispiel die Kaffeemaschine oder auch die Waschmaschine kommuniziert mit dem Hersteller oder mit einem Hersteller von Waschmitteln und da selbsttätig aktiv wird, um Meldungen auszutauschen oder vielleicht sogar Bestellvorgänge anzustoßen. Man könnte auch das Auto betrachten. Auch das war viele Jahre und Jahrzehnte ein eher mechanischer Gegenstand und wurde immer mehr mit elektronischen Unterstützungsgeräten ausgestattet, zum Beispiel als Bremssystem, als Stabilisierungssystem, ein Navigationsgerät, aber auch ein Auto. Manche Menschen sagen ja schon, es ist im Grunde gar nicht mehr primär ein Fortbewegungsmittel, sondern es ist ein Computer mit Rädern. Und auch da geht ja die Entwicklung weiter, dass es sich verändert und in einem großen Umfeld eingebettet ist, wenn es ums autonome Fahren geht. Auch dieses Fahrerlebnis wird sich dann komplett verändern. Da haben wir die Produkte besprochen, schauen wir die Dienstleistungen an. Wenn man einen Messeanbieter betrachtet, bietet eine Messe an, was ein analoges Angebot erstmal ist, ein analoges letztendlich Dienstleistungsangebot. Das wurde erweitert digital durch einen elektronischen Katalog. Man konnte schon vor vielen Jahren sein Messeticket elektronisch buchen und mit dem Handy ohne einen Ausdruck am Eingang vorzeigen und die Messe betreten. Dann kamen Apps dazu, das heißt eine interaktive Steuerung auf der Messe und eine Vorbereitung, bevor man die Messe besucht. Und jetzt natürlich durch die
Corona-Pandemie ein Riesensprung, der auch schon über eine reine Dienstleistungsveredelung hinausgeht, zu virtuellen Messen, also eine ganz andere Form und eine rein digitale Form des Angebots, also so eine Entwicklung. Als letztes Beispiel noch die Banken. Was früher rein auf Papier abgewickelt wurde mit einem Sparbuch und einem Überweisungsträger auf Papier, wurde dann ergänzt durch Geldautomaten. Das heißt, man musste gar nicht mehr zu bestimmten Zeiten auf die Bankfiliale. Und das wurde weitergeführt zu Online-Banking. Und es kamen auch andere Geschäftsmodelle dann auf. Das heißt, Banken haben sich nur auf dieses, wurden neu gegründet und haben sich dann nur auf die elektronische Variante des Bankings spezialisiert. Gehen wir zur dritten Ebene, Strategie und Geschäftsmodelle. Da geht es darum, was ist eigentlich mein Kerngeschäftsmodell? Wer sind meine Zielkunden? Was biete ich den Kunden an? Also was ist mein Nutzenversprechen? Wie wird Wert erzielt? Was ist meine Ertragsmechanik? Und wie stelle ich diese Leistung her? Was ist meine Wertschöpfungskette? Und bei diesen Geschäftsmodellen, insbesondere wenn sie digital unterstützt werden, was inzwischen ja die meisten sind, ist ein Trend zu sogenannten Ökosystemen. Also es ist nicht mehr nur ein Produkt, sondern es ist ein ganzer Bereich, wie ich bin ein Gesundheitsanbieter. Ich bin nicht nur Anbieter einer Uhr oder einer App, sondern ich bediene einen ganzen Bereich, eventuell auch mit anderen Partnerschaften zusammen, um das abbilden zu können. Dieser Bereich wird sehr durch Daten befeuert, angetrieben. Wenn man zum Beispiel Google als Konzern betrachtet, der nur zumindest im Kerngeschäft Daten verarbeitet, und durch Plattformen, da ist Amazon das bekannteste Beispiel, ein digitaler Marktplatz für beinahe alles, was wir im Leben brauchen. Und es ist schon sehr eindrucksvoll, dass die Digitalunternehmen sich innerhalb weniger Jahre zu den wertvollsten Unternehmen hier auf unserem Planeten entwickelt haben und das teilweise mit großem Abstand zu den erfolgreichsten Unternehmen, die sich um physische Produkte und Dienstleistungen kümmern in ihrem Kerngeschäft. Digitale Produkte ermöglichen ganz andere Geschäftsmodelle. Zum Beispiel ist die Kalkulation nicht mehr immer nur nach dem Aufwand, sondern es ist auch möglich, nach dem Nutzen oder nach der Nutzung abzurechnen. Wenn man die Kaffeemaschine betrachtet, dann ist es zum Beispiel so, dass die Kaffeemaschine ja jetzt gut zählen kann. Sie könnte sogar sortieren, um zu zählen, welche unterschiedliche Kaffeesorten ausgeschenkt worden sind. Und dann könnte man eine sehr differenzierte Abrechnung machen, also nicht mehr ich als Hersteller verkaufe eine Kaffeemaschine als Produkt, sondern ich als Hersteller einer Kaffeemaschine verkaufe einen Service, nämlich die einzelne Kaffeetasse, gefüllte Kaffeetasse für einen bestimmten Preis. Und damit sind ganz andere Abrechnungsmodelle möglich und vielleicht dann auch interessant für andere Kundenkreise, die sich jetzt nicht pauschal eine teure Kaffeemaschine anschaffen würden, aber mit einer über längere Zeit gestreckte und nutzungsabhängige Bezahlung ist es durchaus abbildbar. Die Armbanduhr, wir hatten sie schon vorher, geht eben von dem Mechanischen über das Digitale jetzt weiter hinaus. Es ist ein Fitness- und Gesundheitsgerät und zum Beispiel Apple macht es vor und verändert auch sein Geschäftsmodell von einem Hard- und Softwareanbieter zu einem Gesundheitsanbieter als zusätzliches Geschäftsmodell mit umfassenden Services und Dienstleistungen. Die Waschmaschine, auch die könnte sich weiterentwickeln, dass es weggeht vom Produkt und zu einem Mietservice, also ein Anbieter, der sagt, ich stelle dir diese Möglichkeit, bei dir zu Hause Wäsche zu waschen, zur Verfügung. Und dann kommt es gar nicht mehr darauf an, was für eine Waschmaschine ist, sondern sie ist da, sie wird gewartet, sie funktioniert. Oder noch der nächste Schritt, es könnte ein Home-Service-Anbieter sein, der sagt, du kannst wählen, ich biete dir diese Möglichkeit des Wäschewaschens an, ob das bei dir mit einer Maschine zu Hause ist oder ob ich den Service anbiete, ich hole es ab und lasse es waschen und bringe es dir, diese Palette. Und da gibt es starke Verschiebungen dann auch, weil die Markenbindung sich bei einem solchen Service vielleicht reduziert und der Kunde interagiert mit dem Serviceanbieter. Und da stellt sich dann die Frage für das einzelne Unternehmen, entwickle ich mich weiter von einem zum Beispiel Produkthersteller zu einem solchen Serviceanbieter oder werde ich irgendwann gezwungen sein, mich an einen solchen Service anzuschließen,
Ich habe dann den Vorteil, ich muss nicht das Risiko und die Ausgaben aufbringen für die Entwicklung eines solchen umfassenden Services und gleichzeitig habe ich natürlich das Problem oder die Herausforderung, dann zu den Konditionen des Serviceanbieters arbeiten zu müssen und vielleicht auch austauschbarer zu sein. Autohersteller hatten wir schon, sie entwickeln sich immer weiter zu Mobilitätsanbietern und ein interessantes Beispiel ist Netflix, das ja sehr bekannt geworden ist inzwischen als Streamingdienst. Aber wenn man die Geschichte von Netflix betrachtet, ist es so, dass Netflix begonnen hat als sehr innovatives Unternehmen. Sie haben nämlich die Chance erkannt, als DVDs auf den Markt kamen, haben sie festgestellt, die können wir viel besser verschicken als die Videokassetten. Und dann haben sie angefangen, einen Online-Video-DVD-Verleihservice aufzuziehen und waren damit sehr, sehr erfolgreich in den USA. Das Geschäftsmodell war also, der Kunde kann online bestellen und kriegt dann sehr schnell eine DVD als Verleih gesendet und schickt die dann wieder zurück. Und als dann die Bandbreiten im Internet größer wurden, haben sie, obwohl dieses Geschäft sehr gut lief, ein eigenes Streaming-Dienst angefangen, parallel erst klein und dann immer größer und als haben also ihr eigenes Geschäft, man sagt heutzutage kannibalisiert oder viele hätten da sicher Angst, dass sie ihr gut laufendes bisheriges Kerngeschäft gefährden. Aber Netflix hat gesagt, wir machen das, wir bauen das auf, das ist eine Riesenchance und man sieht, sie haben damit einen großen Vorteil gehabt, weil irgendjemand wird es definitiv machen, darauf kann man sich heute verlassen, in dieser weltweiten digitalen Vernetzung, irgendjemand wird definitiv wahrscheinlich mit relativ viel Investorenkapital, Risikokapital eine digitale Geschäftsidee ausarbeiten, ein digitales Geschäftsmodell, das einen selbst auch auf dieser Ebene mit veredelten Dienstleistungen und Produkte angreifen wird. Aber das haben sie dann praktisch selbst gemacht und sind ein sehr erfolgreicher Streaming-Dienstleister geworden und haben dann irgendwann ihr bisheriges, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell eingestellt. Airbnb, auch das ist eine interessante Entwicklung, ist ein Hotelbetrieb ohne eigene Hotels. Also es kommen ganz andere Player mit in das System, die von außen kommen, die vom Geschäftsmodell herkommen und dann die Produkte erst entwickeln. Also traditionell, und das ist ja auch durchaus sinnvoll, ist diese Entwicklung von unten nach oben. Man wird immer digitaler und hat dann irgendwann eben ein kleineres oder größeres, umfassenderes digitales Geschäftsmodell. Aber die Start-ups haben oft die Tendenz, dass sie von oben nach unten kommen. Und da ist eben die Frage, wo bin ich und wie positioniere ich da, mit wem kooperiere ich? Uber ist ein Taxiunternehmen, das hat keine eigenen Taxis. Booking.com ist eine Plattform und hat so eine Marktmacht, ohne eigene Hotels zu haben. Und was bisher konnte man ja immer so denken, ja, das sind die großen Digitalunternehmen, aber ich bin hier lokal vor Ort, ich habe meine direkten Beziehungen, also das sollen die ruhig so machen, das wird mich nicht so sehr betreffen. Aber auch da ist eine Tendenz, dass Digitalunternehmen, die weltweit oder deutschlandweit erfolgreich sind, analog gehen. Ein Beispiel ist Zalando, ein sehr erfolgreicher, erst Schuhversandhändler, jetzt Modeversandhändler, hat erste Outlets, also größere Ladengeschäfte eröffnet. Und das heißt, man muss da immer aufpassen, auch wenn man denkt, da sind andere digital unterwegs, das betrifft mich nicht, mein analoges Geschäft. Es könnte sein, dass einer von den großen Marktplätzen auf einmal in der eigenen Stadt oder in der eigenen Straße ein größeres Ladengeschäft mit viel Kapital im Hintergrund eröffnet und man sich dann damit auseinandersetzen muss und vielleicht überrascht wird von der großen Marktmacht und von dem großen Kundenstamm, der da schon vorhanden ist. Wir gehen weiter und in einer Beratungssituation käme hier bei der Spitze noch der Gipfel dazu. Da geht es darum, einen Überblick zu gewinnen, einmal über die ganzen Potenziale, die man hier erarbeitet hat auf dem Weg nach oben und sich aber auch anzuschauen, wie ist denn die weitere Entwicklung von relevanten Faktoren und was werden die Megatrends in der Zukunft sein. Digitalisierung, ganz klar, einer der ganz großen Megatrends. Die Demografie, die Menschen werden durchschnittlich älter, aber sie werden auch digital kompetenter und erwarten eben entsprechend andere Dinge als bisher. Nachhaltigkeit war ein Thema. Gesundheit ist ein großes Thema.
Und dann die Frage, ob die Corona-Pandemie Dinge verändert hat und so Themen wie Resilienz, Solidarität, Regionalität und Entschleunigung sehr viel größere Bedeutung gewinnen. Es ist eben auch wichtig, zusätzlich zu diesen gesellschaftlichen Megatrends zu schauen, was sind relevante Faktoren für mich, wie werden sich meine Kunden entwickeln, wie werden sich meine Lieferanten entwickeln, wie wird sich die Gesetzgebung entwickeln, die für mich relevant ist. Und bei den digitalen Technologien, wo ja KI, Blockchain und Internet of Things oft noch so als abstrakte Begriffe da im Raum schwirren, wenn man sich das aber konkreter mal an Beispielen anschaut, dass KI, künstliche Intelligenz, die Kreditwürdigkeit von Bankkunden besser beurteilen kann als eine ganze Abteilung von Bankmitarbeitern und dass deswegen einige, natürlich vor allem dann digitale Banken, angefangen haben, das komplett durch KI abzuwickeln, dann wird es sehr, sehr real, diese eher abstrakte Technologie. Oder wenn das Internet of Things, wenn die Kaffeemaschine, wie schon vorher besprochen, ihren Reparaturbedarf selbstständig an einen Hersteller übermittelt, dann wird die Vernetzung aller selbst relativ kleiner Produkte auch etwas greifbarer. Es ist da, es ist Realität und wird mit einem zunehmenden Dynamik auf uns einwirken. Wenn man da den Überblick gewonnen hat und sich die ganzen Potenziale angeschaut hat, kann man beim Abstieg praktisch, wir verwenden hier gerne eine Bergtour-Metapher, beim Abstieg nochmal diese ganzen Ebenen anschauen, weil man hat ja dann sein eigenes Szenario, wie sich die wesentlichen Faktoren entwickeln werden. Und das ist auch wichtig, um zu entscheiden, welche Mitarbeiter brauche ich, wo werde ich am sinnvollsten investieren und wie viel werde ich investieren. Kann man hier nach unten gehen, diese einzelnen Ebenen noch weiter detaillieren, ausarbeiten mit zusätzlichen Werkzeugen und Methoden, um dann hier unten, das wäre dann das zweite Basislager, das ist absichtlich ein anderes, weil man durchläuft ja eine Weiterentwicklung und ist dann auch als Person und als Unternehmen in einer anderen Situation. In diesem zweiten Basislager geht es dann darum, gezielt die wirksamsten Hebel zu identifizieren, weil man hat ja ein begrenztes Budget und muss sehr schnell handeln. Das heißt, es ist wichtig zu schauen, wo habe ich die meiste Wirkung, nicht unbedingt, was ist der größte Trend, sondern wo habe ich in meiner individuellen Situation die größte Wirkung, auf welcher Ebene ist das gerade und was kann ich auch leisten. Und dann den besten Umsetzungsweg zu finden. Versuche ich im ganzen Unternehmen gleichzeitig etwas zu verändern? Habe ich eine separate Abteilung? Nehme ich eine Abteilung als Pilotprojekt? Habe ich ein Digital Hub, um mal zu experimentieren und dann, wenn etwas gut funktioniert, das auszurollen auf das ganze Unternehmen? Also auch da gibt es mehrere Möglichkeiten, wo man am besten individuell schaut, was man da am wirkungsvollsten tun kann. Und dann aus diesen Überlegungen einen konkreten Aktionsplan zu entwickeln, eventuell auf einem Kanban-Board. Das heißt, nach so einer Beratung oder einer Strategieklausur hat man dann einen konkreten Plan, was sind die nächsten Schritte. Und man hat aber auch, ich nenne es manchmal wie eine Schatzkiste an diesem Ganzen, an Potenzialen, an denen man dann arbeiten kann. Wenn die ersten Schritte abgearbeitet sind, dann kann man nochmal reflektieren und dann auswählen, was sind jetzt auch mit diesen Erfahrungen und wenn man betrachtet die Entwicklung, die inzwischen auch im Außen stattgefunden hat, was sind jetzt die nächsten wirksamen Schritte und geht dann weiter. Ich möchte das Gesamtsystem der Digitalisierung und auch der Krisenbewältigung nochmal an ein paar Beispielen in seiner Gesamtheit darstellen. Das eine wäre der stationäre Handel, also was wäre mit den ganzen Händlern hier in Karlsruhe. Die Ebene 1 ist ja zum Beispiel eine Homepage mit interessanten Informationen, genug Informationen, dass der Kunde auch schon eine Vorentscheidung treffen kann und sagen kann, da will ich hingehen, es lohnt sich, dorthin zu gehen. Ein Eintrag in Google My Business, eine gute Online-Kommunikation, dass man auch für den Kunden asynchron digital erreichbar ist, zu jeder Zeit, denn die Kunden sind eben gewöhnt, 24 Stunden die Möglichkeit zu haben, dann einzukaufen oder zumindest mal Informationen zu bekommen, wenn es für sie wichtig ist. Und wenn man dann nur per Telefon erreichbar ist, ist das ja sehr eingeschränkt. Also da ist es ein wichtiges Thema, auch online erreichbar zu sein. Die zweite Ebene wäre dann ein systematisches Online-Marketing zum Beispiel. Habe ich einen Online-Shop, der auch an meine Lagerhaltung angeboten ist, dass ich verbindliche Zusagen über Lieferzeit machen kann, schon beim Bestellvorgang.
Und dann das Spannende wäre aber auch dann zu schauen, was wäre denn auf der dritten Ebene? Was könnte ich da am Geschäftsmodell verändern, wenn sich zum Beispiel alle Karlsruher oder innovative Karlsruher Einzelhändler zusammentun würden und hätten eine Größe und ein Umsatzvolumen von vielleicht mehreren Kaufhäusern, dann könnten sie eine gemeinsame Plattform aufsetzen, dann wäre es ein Marktplatz, ein digitaler Marktplatz, der, weil das Volumen so groß ist, sehr kostengünstig, taggleich oder vielleicht sogar innerhalb von 2 Stunden per Fahrradkurier ausliefern kann. Und mit so einem neuen Geschäftsmodell spielt man dann in einer anderen Liga und kann auch in Wettbewerb treten mit anderen digitalen Marktplätzen. Und deswegen ist es auch so wichtig, das Gesamtsystem hier sich erst anzuschauen, weil wenn ich sage als Inhaber oder mit anderen Inhabern, wir wollen diesen Weg gehen, dann macht es natürlich viel Sinn, die Kräfte zu bündeln und zu sagen, wir investieren unser Geld in den gemeinsamen Marktplatz, statt dass jeder versucht, seinen eigenen Online-Shop schnell gestrickt da ins Internet zu stellen. Wir investieren in einen gemeinsamen Marktplatz, der diese Funktionalitäten hat, dass er auch sagen kann, ja, bis zu diesem Zeitpunkt bekommst du das geliefert. Wir haben eine Routenplanung integriert. Wir wissen, wann der Fahrradkurier bei dir sein wird. Und dann hat man auch einen echten Vorteil, weil von der Größe her wird man gegen große Online-Marktplätze wie Amazon nicht ankommen können. Aber mit der Aussage, wir liefern dem Kunden innerhalb von 2 Stunden in ökologisch vorbildlicher Weise das gewünschte Produkt, das ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Und da die Kräfte zu bündeln und etwas wirklich anderes zu machen. Und dann verändert sich natürlich auch ein bisschen das Geschäftsmodell von dem, ich bin ein stationärer Einzelhändler, zu einem, ich bin Teil eines starken digitalen Verbundes und wir haben gleichzeitig auch noch physische Ladengeschäfte, eine attraktive Innenstadt zu bieten. Ein weiteres Beispiel, jetzt ein größeres Beispiel wäre Klöckner Stahlhandel und man kann ja vielleicht schon so sagen, dass der Stahlhandel nicht unbedingt so im Verdacht steht, digitaler Innovationstreiber zu sein und die Realität zeigt auch, dass dort viele Bestellungen noch mit dem Faxgerät abgewickelt werden. Aber der neue CEO vor ein paar Jahren bei Klöckner hat eben festgestellt, dass schon Amazon anfängt mit Stahl zu handeln auf seiner Plattform und dann war die Frage, ja, machen wir unser durchaus lukratives Geschäftsmodell so weiter wie bisher und dann werden wir irgendwann sehr von Amazon in die Zange genommen und stehen da sehr unter Druck und müssen entweder dorthin liefern zu deren Konditionen oder machen wir unsere eigene Plattform. Und er hat sich massiv dafür entschieden, hat sich im Silicon Valley in den USA inspirieren lassen, informiert, hat ein eigenes Startup außerhalb gegründet, um nicht blockiert zu sein von den Konzernstrukturen. Die haben einen eigenen kompletten Online-Shop erarbeitet und das ist ja schon eine gewisse Herausforderung, insbesondere mit der Logistik, weil Stahl kann ja auch mal 14 Meter lang sein. Das ist nicht so einfach, ich gebe es an einen Paketdienstleister und es wird geliefert, sondern da sind größere Herausforderungen. Aber die haben das bewältigt. Man kann alle Produkte im Online-Shop kaufen mit einer definitiven Lieferzusage, wann das eintreffen wird. Und zusätzlich sind sie da nicht dort stehen geblieben, nur einen Online-Shop anzubieten, sondern sie bieten auch schon vordefinierte Verbindungen, dass der Kunde es in sein eigenes Warenwirtschaftssystem integrieren kann. Also sie sind da weitergegangen, um es noch einfacher zu machen, um nicht eine Bruchstelle zu haben, dass doch irgendwo jemand was mit dem Fax verwenden muss. Nein, die Computer bei den Kunden sind direkt verbunden mit dem Marktplatz oder mit dem Online-Shop von Klöckner. Und der CEO ist noch einen Schritt weiter gegangen, weil er hat gesagt, wir werden von den großen Marktplätzen unter Druck gesetzt. Das heißt, wenn wir auch den super guten eigenen unser Online-Shop anbieten, reicht das nicht. Wir brauchen eine Plattform, wo auch Wettbewerber dabei sind. Wir können warten, das wird kommen, so die Digitalisierung wird kommen und man kann dann einfach warten, bis es ein anderer macht und dann schauen, wie man damit umgeht. Aber er hat gesagt, nein, das wird kommen und dann wollen wir es lieber gestalten und deswegen ist dieser Shop auch oder dieses System auch so konzipiert, dass inzwischen einzelne Wettbewerber da schon auch ihre Produkte einstellen können, weil darauf wird es rauslaufen und dann wurde das proaktiv so angegangen. Ein kleines Beispiel noch, wenn man eine Schreinerei betrachtet, das kann einmal eine reine Werkstatt sein. Es gibt innovative Schreinereien, die dann ihre
Homepage mit informativen Videos ausstatten, dass die Kunden schon eine Ahnung bekommen von dieser besonderen Art des Möbelbaus und wie pfiffige Lösungen kleine Nischen nutzen zum Beispiel und wie interessante Beschläge im Schlafzimmerschrank auch bisher ungenutzte Ecken zugänglich machen, einfach zugänglich machen für Bekleidung und haben damit schon einen automatischen Zustrom von Kunden, die sehr gut informiert sind. Das heißt, auch die Zeit, um den Kunden zu informieren, wird sehr viel geringer. Aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter, auch wieder im Rahmen eines digitalen Geschäftsmodells. Es gibt eine Online-Plattform, die Maßmöbel herstellt. Also sie verbindet die Möglichkeit, im Internet digital in einem Shop individuell Möbel zu konfigurieren und dann aber gleichzeitig von einer Meisterwerkstatt ausgeliefert zu bekommen. Und damit sind natürlich Skaleneffekte im Einkauf möglich. Es sind sehr effiziente Abläufe eingerichtet und es ermöglicht für den Kunden einen wirklichen Vorteil, dass er so ein hochwertiges Werkstück zu einem sehr günstigen Preis erhält. Und ich denke, die Zukunft wird in diesen Bereich gehen, diese Ebenen gut zu verbinden, wirkungsvoll zu verbinden, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Ich möchte Sie einladen, sich Zeit zu nehmen, für sich diesen Überblick anzuschauen, in Ruhe durchzuarbeiten, auszusuchen, wo sind für Sie ganz individuell, da gibt es nicht unbedingt die allgemeine Lösung, wo sind für Sie individuell die wirksamsten Hebel und die systematisch und kraftvoll umzusetzen, um die Zukunft digital zu gestalten. Vielen Dank, Herr Jung, für diesen Input, den Sie uns geliefert haben. Das war sehr interessant und ich hoffe auch für viele unserer Mitgliedsunternehmen in den Branchen Tourismus, Handel und Dienstleistungen hilfreich. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, wäre Ihr persönlicher Werdegang. Wie sind Sie dazu gekommen, beratend tätig zu sein? Ja, ich persönlich bin, man könnte fast sagen, Karlsruher in der vierten Generation, habe ein Informatikdiplom an der Universität Karlsruhe erworben und war dann schon im Grunde bei der ersten Phase der Digitalisierung, wo es darum ging, die Schreibmaschine abzulösen durch eine Textverarbeitung auf dem Computer oder den Brief und das Fax durch E-Mail zu ersetzen dabei. Und das hat sich dann durch mein Leben durchgezogen, immer in diesem Bestreben, ganzheitliche Konzepte zu verwenden. Das heißt, Technik, Organisation und Mensch zu integrieren, um wirkungsvolle, effektive Lösungen zu erarbeiten. Was mich jetzt vielleicht noch interessieren würde, ist jetzt bezogen auf die aktuelle Corona-Pandemie. Wie hat sich da jetzt die Situation, insbesondere jetzt im Hinblick auf die Digitalisierung, noch einmal verändert für unsere Mitgliedsunternehmen? Also in der Corona-Pandemie wurde es eben ganz besonders deutlich, welche Unternehmen schon gut digital aufgestellt sind und digital arbeiten, weil wer schon ein Homeoffice hatte für die meisten Mitarbeiter, musste gar nicht so viel umorganisieren, um im Lockdown noch gut zu arbeiten. Oder auch wer einen Online-Shop hatte, hatte zumindest diese Säule, die weiterging oder sogar noch stärker geworden ist. Und dann konnte man es vielleicht auch eher verschmerzen, wenn das Ladengeschäft geschlossen worden ist. Und auf der anderen Seite, die Kunden haben sich gewöhnt an digitale Dienstleistungen und vielleicht auch die Kunden, die bisher immer einen großen Abstand oder einen großen Bogen um solche Dinge gemacht haben, sind es jetzt gewöhnt, haben die Vorteile erkannt und damit ist der Druck auf die Unternehmen sehr viel größer geworden, jetzt auch zu digitalisieren, weil dieser Sprung, der da passiert ist, der wird nicht mehr zurückgehen. An manchen Stellen natürlich, man wird immer was finden, um zu sagen, ja klar, da wollen die Leute immer noch zu mir kommen und das ist auch schön, dass das weiterhin so ist. Trotzdem ist der Druck massiv verstärkt worden. Und haben Sie jetzt vielleicht auch noch ein gutes Beispiel von einem Unternehmen, das bisher ja mit Digitalisierungsthemen noch nicht allzu viel am Hut hatte, jetzt aber in der Corona-Pandemie und gerade zur Höchstphase der Corona-Pandemie gut reagiert hat? Also es gibt da so eine schöne Geschichte von einer Eisdiele in der Oststadt, die relativ bekannt ist, die bisher ja von diesem Ladenverkauf mit langen Schlangen immer gut gelebt hat und gut davon profitiert hat. Und dann sind die natürlich ganz hart getroffen worden, dass das Geschäft von heute auf morgen geschlossen war. Aber die haben sich da nicht unterkriegen lassen und haben
ein besonderes Produkt, nämlich eine Klopapier-Eistorte kreiert. Sie haben also die Gunst der Stunde genutzt und ein Thema aufgegriffen, das da ganz oben in den Medien war, haben das als Eistorte, das heißt, man konnte das auch verschicken, haben dann zusätzlich noch die Lieblingseissorten der Kunden in Boxen verpackt, dass sie auch zu verschicken waren, und besondere Kühlelemente ausgesucht, die lang genug halten, dass es gut bei den Kunden ankam. Und dann haben sie einen ganz kleinen, rudimentären Online-Shop auf die Webseite aufgenommen, das online bestellt werden konnte. Und dann waren die innerhalb kürzester Zeit erstmal sogar ausgebucht und mussten ihre lange Liste an Bestellungen abarbeiten. Das ist für mich so ein schönes Beispiel, dass man, wenn man zielgerichtet schaut, was wird eigentlich benötigt und das dann digital unterstützt anbietet, man da auch relativ schnell gute Lösungen erarbeiten kann. Auf denen man dann ja auch noch aufbauen kann. Genau, das wäre natürlich dann der Wunsch oder auch die dringende Empfehlung, diese Erfahrungen, auch vor allem diese positiven Erfahrungen, die man da gewonnen hat, dann in so einem Beratungsprozess nochmal systematisch aufzuarbeiten, zu erweitern und dann gezielt umzusetzen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Jung, auch für den Input digital aus der Krise. Es hat uns gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und wir hoffen, dass die Sache jetzt auch über die sozialen Medien auch weitergeleitet wird und bekannt wird. Und ich denke, Ihr Input beweist auch ein Stück weit, dass kompetente Beratung in dieser Krisenzeit besonders hilft, wirkungsvoll und strukturiert die Digitalisierung ein Stück weit noch voranzubringen. Da gibt es außer Ihnen viele Berater, die auch da zur Verfügung stehen, und auch viele technische Möglichkeiten heutzutage. Aber wie Sie schön gezeigt haben, man muss das eben ganzheitlich angehen, nicht schnell irgendwas jetzt meinen, digitalisieren zu müssen, sondern sich zuerst strategisch überlegen, was möchte ich, wohin möchte ich, und dann mit der geeigneten Digitalisierungsstrategie das dann auch umsetzen. Vielen Dank für Ihren Input und alles Gute und bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Danke.